Schönen guten Abend. Guten Tag. Ich werde einen Vortrag halten, der im Wesentlichen basiert auf dem World Nuclear Industry Status Report 2021. Ich habe entschieden, da etwas mehr zu Frankreich zu sagen als zu anderen Ländern, weil ich denke, dass gerade die Situation der Atomflotte in Frankreich besonders interessant ist im Moment. Ist natürlich immer interessant, aber ist die Fragestellung der Zuverlässigkeit und der Performance, also dessen, was die Industrie hier leistet, ist natürlich auch für Europa sehr wesentlich, da mehr als die Hälfte aller Atomkraftwerke der Europäischen Union hier in diesem Land stehen. Ich werde dann mal das Screensharing vornehmen. Hoffen wir, dass das wieder so gut klappt wie bei der Probe. Man weiß es ja nie. Kann ich kurz Echo Alles gut. bekommen, ob das funktioniert? Wunderbar. Funktioniert. Also kurz für diejenigen, die nicht den Status Report nicht kennen. Das ist ein Projekt, was wir ursprünglich mal Anfang der 90er Jahre entwickelt hatten, dann keine Finanzierung zusammenbekommen haben und ihn seit 2007 jetzt jährlich in unterschiedlichen Formaten und mit zunächst unterschiedlichen Veröffentlichungen, also Trägern, wenn man so will. Seit 2012 koordiniere ich nicht nur, also mache die Projektleitung, sondern gebe den Bericht auch heraus. Es hat sich festgestellt, es ist einfacher, als mit Auftraggebern das über Auftraggeber abzuwickeln. Das heißt, das Grundprinzip ist, ich gehe im Grunde genommen, erstelle ein Budget, das ich im Wesentlichen über Stiftungen finanzieren. 2021 war ein Sonderjahr. Also wir hatten 13 internationale Experten. Das war der 10. Jahrestag von Fukushima, aber es war auch der 35. Jahrestag von Tschernobyl. Und wir haben also deshalb das Team erheblich erweitert mit mehreren japanischen Experten. Wir hatten dann auch das Glück, dass wir den ehemaligen Premierminister Naoto Kan gewinnen konnten für ein Vorwort. Und eine ukrainische Forscherin von der Harvard Kennedy School in den USA, die uns das Kapitel zu Tschernobyl erarbeitet hat, die natürlich gerade im Moment besonders gefragt ist. Das Ganze ist ein Projekt, was versucht, über interdisziplinäre Ausrichtung des Teams sehr international eine Multi-Indikatoren-Analyse durchzuführen. Der Atombereich innerhalb des Energiebereichs, in dessen Kontext, ist kompliziert. Man kann ihn auch nur verstehen, wenn man ihn über längere Zeiträume analysiert. Und deshalb sind es relativ viel Statistiken, Grafiken, die über sehr lange Zeiträume, wenn möglich, also sofern wir Zugang haben, Daten, die halt wirklich bis zum Anbeginn der Nutzung der Atomkraft für sogenannte zivile Zwecke existiert. Hier also der erste Indikator. Die Atomstromproduktion zwischen 1985 und 2020. Das ist hier dieses klassische Bild, der Anstieg bis Ende bis 2006. Das war das Maximum an Produktion. Dann mehrere Jahre Stillstand und der Einbruch, der dann durch Fukushima provoziert wurde und dann ein erneuter Anstieg bis 2019. 2020 haben wir einen wirklich historischen Einbruch gesehen, den es
also nur in der gesamten Geschichte der Atomkraftnutzung nur nach Fukushima gegeben hat. Also wir haben einen Einbruch von knapp 4% gehabt weltweit. Wenn man allerdings sich anschaut, welchen Anteil China dort beigetragen hat und man nimmt China heraus, dann sieht man, dass die außerhalb Chinas die Produktion um über 5% gesunken ist, bis auf ein Niveau von 1995. Der zweite Indikator hier ist der Anteil der Atomkraft in der globalen Stromerzeugung, wobei man immer dazu sagen muss, dass es hier bei der Stromerzeugung ja nur um die kommerzielle Stromerzeugung geht, also den Strom, den wir in unserer kanadischen Hütte im Wald weit ab vom Netz erzeugen, ist in keiner Statistik. Also es geht immer nur um das statistisch erfasste Niveau der Erzeugung. Da hat Atomkraft den Höchststand erreicht 1996 mit etwa 17,5%, und ist dann stetig gesunken, hatte nur einen kleinen Anstieg im Jahr 2019, bevor es dann wieder auf ein Niveau abgefallen ist, was unterhalb von dem von 2018 lag. Wenn wir uns anschauen, die Betriebsaufnahmen und Netzabkopplungen, also wir, um das klarzustellen, also die Definition für uns ist Netzankopplung und Netzabkopplung. Also nicht etwa die politische oder wirtschaftliche oder sicherheitstechnische Entscheidung, einen Reaktor nicht mehr in Betrieb zu nehmen, wie es zum Beispiel vielfach mit japanischen Reaktoren passiert ist. Wenn es 2020 entschieden wird, einen Reaktor definitiv stillzulegen, er aber seit 2011 keinen Strom mehr erzeugt hat, dann ist er bei uns 2011 vom Netz gegangen. Deshalb wird dieser Balken hier immer länger, weil nach wie vor Reaktoren zwar nichts produzieren, aber nicht offiziell definitiv stillgelegt sind. Wir haben 2021, das sind jetzt Zahlen, die wir soweit vorhanden auf das Jahresende aktualisiert haben. Der Status Report, die Datensammlung geht bis Mitte des Jahres. Wir sehen, dass 2021 sechs Atomkraftwerke ans Netz gegangen, also neue Atomkraftwerke ans Netz gegangen sind, davon drei in China und einer in Pakistan von chinesischen Industrie gebaut, plus einen in Indien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dagegen wurden acht Atomkraftwerke vom Netz genommen. Dazu kommen zwei Reaktoren, die seit 2018 keinen Strom mehr produziert haben. Das heißt, definitiven Abschaltentscheidungen sind 10 Atomkraftwerke und die Nettobilanz sind dann 3,5 Gigawatt Kapazität, die netto verloren gegangen ist. Wenn wir anschauen, wo die Reaktoren abgeschaltet bzw. die Entscheidung getroffen worden ist, dann waren das natürlich die drei AKWs in Deutschland, aber auch eins im Vereinigten Königreich, in Großbritannien, plus zwei, die schon seit 2018 keinen Strom mehr erzeugen und Reaktoren in Pakistan, Russland, Taiwan und in den USA. Nimmt man China aus dem Bild heraus, dann sieht man, dass eigentlich seit 1990 sehr, sehr wenig gebaut worden ist. Schaut man sich die letzte Dekade an, also die 11 Jahre 2011 bis 2021, dann sind 69 Atomkraftwerke ans Netz gegangen, einschließlich China.
und 69 vom Netz gegangen. Allerdings zählt China für 58% oder 40 Einheiten. Das heißt, netto ist seit 2011 weltweit außerhalb Chinas die Flotte um 29 Einheiten gesunken. Schauen wir uns die Reaktoren, die Anzahl der Atomkraftwerke an, die in Betrieb sind, dann ist dieser Anstieg bis 1990, also bis Ende der 80er Jahre, dann dieses Plateau, der Einbruch dem 11. März 2011 und dann wieder ein Anstieg, wobei man dazu sagen muss, dass der Stand Ende 2021 zu vergleichen ist einfach mit dem, was man schon vor 30 Jahren gehabt hat. Das heißt 418 Reaktoren 1989 und 412 Reaktoren Ende 2021. Es ist auch interessant, dass es das erste Mal seit 2012 die in Betrieb befindliche Kapazität leicht eingeknickt ist und unterhalb des Levels des historischen Maximums von 2006 geblieben ist. Historisches Maximum der in Betrieb befindlichen Reaktoren datiert nach wie vor von 2002. Man kann sich heute wirklich die Frage stellen, ob wir schon Peak Atom erreicht haben. Wir werden da versuchen, auch im nächsten Status Report drauf auf die Fragestellung einzugehen. Die Anzahl der Reaktoren im Bau, Höchststand war 1979 mit 234. Wir haben jetzt Ende des Jahres 55 im Bau in der Statistik gehabt. Es hat zwischendurch einen Höchststand 2013 mit 69 Reaktoren gegeben, aber das Ganze ist halt, wie gesagt, immer im langfristigen Vergleich gesehen. Man sieht, dass wenn man das Ganze jetzt einfach über die vergangenen 20 Jahre die Statistik darstellen würde, dann sähe es so aus, als wäre eine mehr als Verdopplung entstanden der Reaktoren, die im Bau in der Statistik stehen. Aber 2005 war der Stand einfach so niedrig, dass man wirklich zu den Anbeginn der Atomkraftnutzung zurückgehen muss, um eine ähnliche Zahl zu finden. Außerdem werden viele Reaktoren nicht zu Ende gebaut. Die werden aus verschiedenen Gründen, ob wirtschaftlich, sicherheitstechnisch oder politisch, etwa nach dem Referendum, im Bau befindlich aufgegeben. Die letzten Reaktoren waren 2016, 2017 in den USA, wo Westinghouse, nach der Pleite von Westinghouse, zwei Atomkraftwerke aufgegeben worden sind in South Carolina. Standort VC Summer, nachdem bereits um die 10 Milliarden Dollar verbaut worden sind und 9 Strompreiserhöhungen stattgefunden hatten. Also dafür bekommen die Stromverbraucher heute nichts. Schaut man sich an über die Dekade wenn man sich anschaut, wer heute baut, dann ist kein Zufall hier und keine Überraschung, dass es im Wesentlichen China ist, 20 von 55 Atomkraftwerken. Dann kommen als wesentliche Reaktorbauer noch Indien und Südkorea dazu. Russland, das werden wir sehen, baut im Wesentlichen im Ausland mehr als im Inland. Außerdem ist die Bandbreite in der Zeit des Baustarts recht groß, 45 Jahre. Wir haben auch in Europa bereits seit 1985 zwei Atomkraftwerke in Hofze im Bau. Das heißt, mindestens 30 dieser 55 Atomkraftwerke ist in Verzug. Schaut man sich es genauer an, die letzten 10 Jahre, 2011 bis 2020,
China hat eine beachtliche Menge von Atomkraftwerken hier ans Netz gebracht, 37. Die Bauzeiten allgemein variieren sehr stark, um Faktor 10, zwischen etwas über 4 Jahren und über 40 Jahren. Die durchschnittliche Bauzeit beträgt etwa 10 Jahre. Das hat sich auch sehr wenig verändert in den letzten Jahren. Man sollte dazu sagen, dass die Bauzeit erst gerechnet wird ab dem Beginn der Betonierung der Fundamente der Reaktorgebäude. Das heißt, alles, was vorher passiert auf den Baustellen oder in Planungsverfahren etc. in der politischen Auseinandersetzung, gehört zu der Projektdauer dazu, aber ist in der Bauzeit nicht vorhanden. Schauen wir uns die Reaktoren, die in den Jahren 2018 bis 2020 in Betrieb gegangen sind an und vergleichen die geplante Bauzeit mit der realen Bauzeit, dann sieht man grob, dass sich die reale Bauzeit verdoppelt hat. Und es gibt eigentlich nur wenige Ausnahmen, wo die realen Bauzeiten den geplanten Bauzeiten entsprochen haben oder wenig darüber liegen. Und diese Fälle sind alle in China. Interessant hier vielleicht, da viel über sogenannte SMRs geredet wird, also Small Modular Reactors oder kleine modulare Reaktoren. Die einzigen, die hier in Betrieb gegangen sind, das waren die russischen sogenannten schwimmenden Reaktoren. Die sind auf einer Art Floß installiert. Das soll die Demonstration sein, dass man sie schnell bauen kann und billig bauen kann. Also unter 4 Jahre war geplant. Die Realität lag bei 12,7 Jahren, das heißt fast das Vierfache und mit entsprechender Preiseskalation. Tja, wenn man nicht baut, dann wird natürlich das Durchschnittsalter immer höher. Es liegt jetzt bei 31 Jahren. Und wir sehen, dass also die weitaus größte Anzahl der Reaktoren inzwischen zwischen 31 und jetzt auch über 50 Jahren in Betrieb sind. In Betrieb heißt bei uns, wie gesagt, am Netz. Schaut man sich das Alter der Reaktoren an, die geschlossen werden, dann sieht man, dass obwohl viel jetzt über längere Laufzeiten wie 50 oder 60 Jahre gesprochen wird, die Realität bisher nicht so aussieht. Das heißt, viele Reaktoren gehen viel früher vom Netz. Also in den Jahren, in den 5 Jahren 2016 bis 2020 war das Durchschnittsalter 42,6 Jahre. Interessant ist auch, dass die Gesamtanzahl der definitiv abgeschalteten Reaktoren zum ersten Mal 200 überstiegen hat im Ende des Jahres 2021 mit 202 Einheiten. Der nächste Indikator sind die Baustarts. Auch hier sehen wir, dass der historische Höchststand bereits in den 70er Jahren war mit 44 Baustarts. Wir sehen, dass dann runtergegangen bis auf null 1995 und dann so, tja, im Wesentlichen China hier die Statistik beeinflusst hat. 2021 insgesamt 10 Baustarts, also relativ viel im Verhältnis zu den vorangegangenen Jahren. Interessant ist, wenn man China herausnimmt, dann bekommen wir dieses Bild, also doch dieses eigentlich wirklich nur, also unbedeutend wenige Einheiten, die dort in Bau gehen. Und wie gesagt, ein Reaktor im Bau heißt noch lange nicht, dass er auch zu Ende gebaut wird. Schaut man sich an,
diese vier Reaktoren, die in Bau gegangen sind, sind alle von der russischen Industrie in Angriff genommen worden. Zwei in Indien, eine in der Türkei und eine zu Hause. Übrigens auch zwei in China werden von der russischen Industrie gebaut. Und wenn man das Jahr davor dazu nimmt, dann stellt man fest, dass insgesamt 2020 bis 2022, also bis Anfang diesen Jahres, wenn man das mit in Betracht zieht, dann sind insgesamt 16 Reaktoren in Bau gegangen in der Welt, davon 11 in China und 5 von der russischen Industrie. Also außer den 4, die 2021 in Bau gegangen sind, ist noch ein zusätzlicher in Bau gegangen von der russischen Industrie in der Türkei. Das ist ein interessantes Bild, was letzten Endes den Stand der Atomindustrie recht gut umschreibt. Das heißt, das beschränkt sich letzten Endes auf China, das zu Hause baut, und Russland, die im Wesentlichen im Ausland bauen. Was der jetzige Krieg für Auswirkungen haben wird auf die Bauprojekte in anderen Ländern, wird sich zeigen müssen. Aber es ist anzunehmen, dass dort ganz entscheidende Schwierigkeiten zumindest in manchen Ländern auftauchen werden. Sieht man sich das Durchschnittsalter der Top, also der größten Reaktorflotten in der Welt, an, dann sieht man, nur China ist unter 10 Jahren, Südkorea um die 20 Jahre. Russland ist das einzige Land, was das Durchschnittsalter merklich verringert hat in den letzten Jahren durch die Abschaltung der ältesten Atomkraftwerke und die Inbetriebnahme von einigen neuen. Frankreich eine glatte Linie, gerade Linie seit Mitte der 80er Jahre, und so ist es auch für die USA. Wir sehen, dass es das Durchschnittsalter der Weltflotte auch ununterbrochen seit fast Anbeginn der Nutzung von Atomkraft gestiegen ist. Ich mache jetzt so ein bisschen einen Ausflug in ein paar spezifische Themen, die wir im Status Report abgearbeitet haben. Wir haben jedes Jahr Fokusthemen, die inhaltlich aufgearbeitet werden. Wir hatten entschieden, dass es interessant wäre, uns anzuschauen, welche Resilienz für Klimaeinflüsse Atomkraft hat. Es gibt kaum Literatur bisher zu dem Thema. Wir hatten Glück, dass wir einen Autor von der Harvard Kennedy School hatten, der eine der wesentlichen Publikationen zum Thema in Nature Energy veröffentlicht hat, um dieselbe Zeit wie den Status Report. Und ich habe, wir haben also praktisch auch eine Arbeitsgruppe mit einem französischen Ingenieur gebildet, der den Fall Frankreich analysiert hat, über 6 Jahre auf der Basis von Daten von der Netzbetreibergesellschaft RTE. Und was da hinten rauskommt, ist wirklich interessant. Erstens, es gibt sehr oft Einfluss von Wetter schon heute auf den Betrieb von Atomkraftwerken. Also es gibt 357 identifizierte Ausfälle, Produktionsausfälle aufgrund von Wetter. Ereignissen, mindestens mehrere Dutzend pro Jahr und insgesamt 2300 Reaktorstunden, die in einem Jahr bis zu 2300 Reaktorstunden, die verloren gehen. Das ist relativ wenig, wenn man sich anschaut, und wir werden das später sehen, wenn man es sich anschaut mit anderen, was andere Ursachen betrifft. Interessant ist aber, dass die
betroffene Kapazität sehr hoch sein kann. Und zwar bis zu 10% bereits in der Vergangenheit der installierten Kapazität, die zum selben Zeitpunkt, auch wenn er kürzerfristig ist, nicht zur Verfügung steht. Schauen wir uns die Ursachen an der Ausfälle, der Produktionsausfälle. Auch hier für mich persönlich zwei Dinge sehr überraschend. Das ist das erste, die wesentliche Ursache, die Flussrate ist, also die sagt man das im Deutschen, die Flow Rate, und nicht die Temperatur, die Außentemperaturen, sondern der Wassermangel in den Flüssen. Und das hat auch zur Ursache, dass eben der wesentliche Monat September ist, was die Ausfälle betrifft, und nicht die Sommermonate Juli und August. Jetzt etwas zu Frankreich, auch mit ein paar aktuellen Kommentaren. Also wir haben hier mal aufgezeichnet die Produktion, die Atomstromproduktion in Frankreich 1990 bis 2021 und haben die installierte Kapazität eingezeichnet. Und man sieht, dass praktisch das Atomausbauprogramm 1999 fertig war. Also es sind nicht die 200 Megawatt, die hier bis 2005 noch dazugekommen sind, die da eine Rolle gespielt haben. Aber man sieht, dass relativ wenige Jahre die Stromproduktion sehr hoch war. Und wir sehen vor allen Dingen, dass in den letzten Jahren ein dramatischer Einbruch der Produktion stattgefunden hat. Also 2020 war die niedrigste Produktion seit 1992. Und obwohl die Kapazität seit 1999 praktisch stabil geblieben ist, bis zur Schließung von Fessenheim 2019 geschlossen worden, 2019, 2020. Der Lastfaktor, der erwartet wird, also die Auslastung der Reaktoren, die EDF jetzt erwartet für 2022, liegt bei unter 60%. Und das ist wirklich ein dramatischer Einbruch, wenn man hier sieht, was EDF vorsieht. Wenn wir uns dieselbe Produktion anschauen im Verhältnis zum Anteil an der Atomkraft im Strommix, dann sehen wir, dass wir also hier 2020 abgesackt sind auf 67,1%. Das ist das niedrigste seit etwa 1985, also Mitte der 80er Jahre. Ein gewaltiger Einbruch. Hier ist einer der Gründe. Also wir haben mal geschaut, die Ausfälle selbst für das Jahr 2021, das sind jetzt erste Schätzungen, für das Jahr 2020 waren die Ausfälle über 115 Tage pro Reaktor im Schnitt. Es sind noch knapp 104 Tage pro Reaktor Ausfälle, die 2021 waren. Und wie wir hier sehen, geht EDF davon aus, dass die Ausfälle wesentlich dramatischer werden 2022. Das heißt, insgesamt sind diese Ausfälle repräsentieren 5810 Reaktortage. Nun ist ja nicht nur die Frage, wann Atomkraft ausfällt, sondern vor allen Dingen im Verhältnis zum Bedarf. Und da sieht man, dass wenn wir vergleichen, die graue Zone, das ist die Spanne der Produktion
zwischen den Jahren 2012 und 2019. Und dann sehen wir hier 2020 mit dem Einbruch. Wir sehen aber, dass wenn wir 2021 uns anschauen, die im Winter, also seit Dezember, die Produktion noch unterhalb 2021, unterhalb des Jahres 2020 gelegen hat. Und im Januar war dann, ist die Produktion noch weit drunter gefallen, unter dem Stand der schlechtesten Jahre. Das hat dann dazu geführt, am 22. Dezember eine völlig neue Situation. Also das ist der Stromaustausch des Tages 22. Dezember 2021, wo man sieht, dass die Nettoimporte über die größte Zeit des Tages lagen, mindestens 9 Gigawatt bis zu 13 Gigawatt netto wurden importiert, und zwar von allen umliegenden Ländern. Auch interessant, dass über 60% aus den beiden Aussteigerländern Deutschland und Belgien kamen. Ich habe jetzt mal geschaut, wie die Situation heute Morgen war. Die Produktion von Atom, also die bereitstehende Kapazität, waren knapp 35,4 Gigawatt. Das ist zu vergleichen mit installierten 61,4 Gigawatt. Das heißt, es standen 26 Gigawatt nicht zur Verfügung. Das sind 42% des installierten Atomkraftwerksparks. Das war heute. 42% stehen nicht zur Verfügung. Das sollte man auch in Verhältnis setzen, also die 26 Gigawatt mit den 4 Gigawatt, die Ende 2021 in Deutschland vom Netz gegangen sind, und die 4 Gigawatt, die jetzt Ende diesen Jahres vom Netz gehen sollen. Wenig wird geschrieben über die Frage der Zuverlässigkeit der Produktion installierter Atomkraftwerke. Es wird so getan, als würde die installierte Kapazität 100% immer zur Verfügung stehen. Und das, wie man hier wunderbar sieht, ist das auch in Frankreich nicht der Fall. Der Atomstromanteil heute Morgen lag bei 60%. Hier ist das ist ebenfalls heute Morgen der Import. Da wurde zwar netto exportiert, wenn wir uns anschauen, es wurde zwar exportiert, aber in großen Mengen netto importiert. Die Länder, die im Wesentlichen importieren, sind Italien und die Schweiz, wobei die Schweiz sehr viel von dem Strom wieder exportiert in andere Länder. Und wir sehen, dass die 7,4 aus Belgien, Gigawatt aus Belgien und Deutschland kamen. Das ist übrigens gar nicht so unterschiedlich von der Größenordnung dessen, was im Dezember passiert ist. Es waren also 7,7 Gigawatt. Offensichtlich hat die Abschaltung der Atomkraftwerke in Deutschland daran nichts geändert. Die Situation, diese dramatische Situation in Frankreich, die zum Teil auch dadurch kommt, dass bei einer ganzen Serie von Atomkraftwerken Risse im Noteinspeisesystem gefunden wurden, wo 5 Reaktoren vorläufig vom Netz genommen worden sind und man jetzt davon ausgeht, dass mindestens sechs zusätzliche Atomkraftwerke betroffen sein könnten, die also inspiziert werden sollen im Laufe des Jahres. Wir werden sehen, was das dann eben mit sich bringt. Außerdem ist die französische Regierung hingegangen und hat EDF verpflichtet,
im Rahmen der Regelung, die mit Brüssel, also mit der Europäischen Kommission getroffen worden ist, einen Teil der französischen Atomstromproduktion den Konkurrenten zu einem Fixpreis zur Verfügung zu stellen, um 20% von 100 auf 120 Terawattstunden erhöht worden ist. Das hat an der Börse zu einem dramatischen, also diese beiden Ereignisse, die schlechte Produktion mit der Vorhersage EDFs für 2022 und die zusätzliche Zurverfügungstellung für die Konkurrenten hat zu einem dramatischen Einbruch an der Börse geführt. Wie sind wir in der Zeit? Ja, okay. Hier einen kurzen Blip zur Situation in den USA. Wir haben ja gesehen, dass viele Atomkraftwerke vorzeitig vom Netz gegangen sind, darunter eben eine ganze Serie von Atomkraftwerken in den USA. Was hier eingezeichnet ist, ist links, das sind die Bauzeiten, blau sind die Betriebszeiten und das sind die Zeiten, die als Betrieb genehmigt waren. Und wie man hier schön sieht, es gibt eine ganze Serie von Atomkraftwerken, die entweder vom Netz gegangen sind bereits oder vom Netz gehen sollen, obwohl sie noch für 15 oder sogar über 20 Jahre genehmigt, Laufzeit genehmigt sind. Das hat im Wesentlichen wirtschaftliche Ursachen. Sie können im Netz einfach nicht mehr bestehen gegenüber der Konkurrenz. Das hat dann dazu geführt, dass einzelne Staaten hingegangen sind und haben Cash-Subventionen genehmigt. Und das hat auch dazu geführt, zu ein paar obskuren kriminellen Aktionen, wo zum Beispiel in Ohio die Abgeordnete bestochen worden sind, um ein Gesetz durchzubringen, das diese Subventionen erlaubt. Und das FBI hat das 2020 aufgedeckt und heute sind verschiedene leitende Leute deshalb im Gefängnis. Aber es gibt auch Atomkraftwerke, wo diese frühere Schließung umgedreht worden ist. Bei mehreren Atomkraftwerken hat diese Subventionierung dann zum Weiterbetrieb geführt. Wir haben seit mehreren Jahren jetzt ein Kapitel zu den SMRs im Status Report. Wir fragen uns eigentlich jedes Jahr, ob das Sinn macht, weil sich eigentlich fast nichts tut, wenn es wirklich ums Terrain geht, was Baustellen betrifft oder Genehmigungen etc. betrifft. Aber es wird halt sehr viel drüber geredet. Es gibt erstaunlich viel Medienaufmerksamkeit, die mit der Realität, die Realität leider nicht widerspiegeln. Deshalb haben wir das beibehalten. Also Frankreich ist so ein Beispiel, unglaublich viel Medienaufmerksamkeit, aber letzten Endes wenig wird passiert. Es wurde zwar schon 2012 ein Konsortium angekündigt, aber wenn man sich anschaut, welche Größenordnung von Geld zur Verfügung gestellt werden, jetzt hat in den letzten Ankündigungen die Regierung Macron gesagt, sie wollten bis 2030 eine Milliarde zur Verfügung stellen. Also für die Periode 2021 bis 2030. Das klingt wie viel Geld, ist aber relativ wenig, wenn man weiß, wie viel die Entwicklung eines Konzepts kostet. Und wir sind wirklich in den frühen Stadien der Entwicklung. Erstens ist es eine Frage der Definition. Was ist eigentlich ein SMR?
Die Definition, mit der die meisten Leute bisher gearbeitet haben, ist unterhalb von, und die Internationale Atomenergieorganisation also auch, ist kleiner als 300 Megawatt. Also das bedeutet so zwischen 30 und 300 Megawatt, obwohl klein eigentlich schon von der Größe her nicht unbedingt klein bedeutet. Denn hier hat man das Verhältnis, das ist etwa die Größe eines Menschen und das sind so ein paar ausgewählte Projekte, wie groß der Reaktordruckbehälter sein sollte für diese Designs, die es natürlich nicht gibt. Ich habe diese Konzepte immer PowerPoint-Reaktoren genannt. Das ist hier so ein Bild, so ein Screenshot von einer Nachrichtensendung von Arte. Fand ich sehr interessant. Also man kann jetzt sagen, dass die Entwicklung von PowerPoint zu Playmobil sich weiterentwickelt hat. Das ist also der Chef der Entwicklung für SMRs beim Atomenergiekommissariat und er führt halt an diesem Modell vor, wie weit man nun ist. Konkret gibt es mehrere Projekte. Im Bau ist ein Reaktor seit 2014 in Argentinien. Jetzt wird gesagt, vielleicht in den nächsten 3 Jahren, zwischendurch wurde der Bau eingestellt, auch aus Gründen als Folge von Covid. Das nächste Datum ist, was also besteht, wäre 2024. Ob das passiert oder 2025, ob das passiert oder nicht, werden wir sehen. Jedenfalls auch sehr weit hinter der ursprünglichen Planung. In China ist eins von zwei Projekten ans Netz gegangen. Also das ist so ein Doppel 100 Megawatt Hochtemperaturreaktor, der so ähnlich wie der Thorium-Hochtemperaturreaktor ist, den man in Deutschland mal gebaut hat, der eine ziemliche industrielle Katastrophe war, übrigens nach wie vor noch nicht zurückgebaut ist. Die Betriebsaufnahme sollte 2017 stattfinden und in der Realität ist es also knapp das Doppelte geworden. Den russischen Reaktoren habe ich schon was gesagt. Vielleicht noch interessant, dass das erste komplette Jahr, was diese Reaktoren in Betrieb waren, ist die Auslastung 29 beziehungsweise 16% gewesen. Das heißt, eine katastrophale Performance hier. In den USA ist das einzige Design, was eine allgemeine Genehmigung bekommen hat, NuScale. Das muss man auch immer wieder dazu sagen. Es gibt bisher in der westlichen Welt nur diese eine einzige Genehmigung, Allgemeingenehmigung für ein Design. Es gibt weder genehmigte Reaktoren, weder genehmigte Standorte, noch irgendwelche Reaktoren im Bau. Das heißt, wir sind wirklich im frühen Stadium dieser Entwicklung. Das Projekt sollte ursprünglich mal 2015, 2016 Strom erzeugen. Im Moment wird von 2029 bis 2030 ausgegangen. Man hat bereits jetzt neue Probleme gefunden, technische Probleme mit diesem Design gefunden und entsprechend sind die Kosten extrem explodiert. Und es ist auch interessant, wenn man das vergleicht mit den AP1000-Reaktoren von Westinghouse. Es sind ja noch zwei im Bau am Standort Wurtel. Das ist also die jetzigen Kostenschätzungen für das einzige existierende Projekt von NuScale ist 80% höher als die geschätzten Kosten des Wotel-Projekts. Das Ganze ist auch logisch. Es ist ja eigentlich eine verrückte Idee, denn die SMR sind ja im Grunde genommen, also kleine Reaktoren, da kommt die Atomkraftgeschichte her. Man hat mit kleinen Atomkraftwerken angefangen und dann hat man sie immer größer gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil
weil man von dem Skaleneffekt profitieren wollte. Deshalb ist übrigens auch der EPR so groß geworden mit 1650 oder sogar 1700 Megawatt, weil man ihn versucht hat, wirtschaftlich zu rechnen. Und jetzt sagt man, also wir wollen das wieder umdrehen und wir wollen jetzt ganz kleine Reaktoren bauen. Das ist pro installierten Kilowatt natürlich nicht billiger, sondern wird teurer. Es ist nur kapitalmäßig eine geringere Kapitalsumme, um die es geht, pro Projekt. Aber gleichzeitig ist der Aufwand für Genehmigungen, Standorte etc. ebenfalls sehr groß. Deshalb haben auch die Entwickler gehen davon aus, wie bei NuScale zum Beispiel, das Grunddesign ist bereits von ursprünglich mal 50, dann auf 60 Megawatt vergrößert worden und dann nochmal um 25% auf 77. Und es sollen 12 Module pro Standort gebaut werden. Wenn man 77 mit 12 multipliziert, dann sind wir wieder bei über 100, 900 Megawatt pro Standort und man fragt sich, was ist denn da eigentlich dann noch Small and Medium. Gleichzeitig entstehen neue Probleme, wie es ist ja ganz klar, dass wenn man Hunderte oder Tausende von diesen Reaktoren bauen wollte, dann würde das bedeuten, man würde die Anzahl der Länder und die Anzahl der Menschen, die mit dieser Technologie umgehen, dementsprechend auch mit den Materialien umgehen, erheblich vergrößern und damit das Proliferationspotenzial für etwaige Sprengstoffnutzungen zum Beispiel. Das klassische Kapitel, was wir seit vielen Jahren haben, ist der Vergleich der Entwicklung von Erneuerbaren und Atomkraft. Hier sehen wir, wir haben jetzt das dritte Jahr in den letzten 6 Jahren, wo die 300 Milliarden Grenze überschritten worden ist für Investitionen in Erneuerbaren, während die Atomkraft-Investitionsentscheidungen mindestens eine Größenordnung darunter liegen. Das ist dann, was damit passiert. Das heißt, die installierte Kapazität von Atomkraft ist im Grunde genommen stabil geblieben, hat sich kaum mehr verändert, während wir hier einen gewaltigen Ausbau von zunächst Wind und dann eben in den letzten Jahren vor allen Dingen auch Solar gesehen haben. In der Produktion ist das dann eben ein ganz ähnliches Bild, wo Wind und Solar erheblich aufgeholt haben. Schaut man sich an, nimmt man die Biomasse und andere Geothermie etc. dazu, dann haben wir 2020 das erste Mal weltweit gesehen, dass die neuen Erneuerbaren, also ohne Wasserkraft, mehr Strom produziert haben als Atomkraft. Das ist der Grund dieser Entwicklung, die immer billiger gewordenen Erneuerbaren, Solar, seit 2009 um 90% gefallen in Stromgestehungskosten, Wind um 70%, während Atomkraft etwa ein Drittel teurer geworden ist. Das ist auch interessant, ein neuerer Bericht von 2021 der Internationalen Energieagentur, die das fortgeschrieben haben. Die gehen zwar von etwas niedrigeren Atomstromkosten aus für zurzeit als die Bank Lazar, von denen die Kosten stammen hier, die 2020 von 163 ausgegangen sind. Aber sie in der Fortschreibung bis 2050 sehen sie keine große Marge für eine Verringerung, also für eine Einsparung an Kosten mehr. Während vor allen Dingen Offshore-Wind, man davon ausgeht, dass die Kosten um 2/3 sinken können und verblüffenderweise auch die bereits sehr viel billigeren Solarenergien
mit minus 58%. Jetzt ein paar Regionen oder Länder. Wir sehen hier in der Europäischen Union eben keinen Ausbau mehr, sondern einen Abstieg der installierten Kapazität und einen noch rasanteren Abstieg der Produktion von Atomstrom und den Ausbau der Solar- und Windenergie in der Produktion. Das sind die das ist die hinzugekommene Kapazität seit dem Jahr 2000 und die hinzugekommene Produktion seit 1997. Wir haben das Datum 1997 genommen wegen dem Kyoto-Protokoll, einfach um mal zu sehen, was an Atomstrom hinzugekommen ist und was an erneuerbaren Strom seit diesem Datum. Und das sind die absoluten Zahlen, die selbstverständlich eine ähnliche Tendenz aufweisen. Ein neues Phänomen hat es 2020 gegeben. Das heißt, zum ersten Mal haben die nicht nur die Erneuerbaren ohne Wasserkraft die Atomstromproduktion eingeholt, sondern rechnet man Wasserkraft ein, dann haben die Erneuerbaren auch mehr Strom produziert als alle fossilen stromerzeugenden Energien zusammen. Hier das Beispiel China. Vor 10 Jahren, also 2010, haben die Erneuerbaren ohne Wasserkraft so viel Strom erzeugt wie die Atomkraft. Wir haben gesehen, dass China das einzige Land ist, das die Atomkraft erheblich ausgebaut hat. Wenn man allerdings sich anschaut, wie der Ausbau der Erneuerbaren gelaufen ist, also nach wie vor produziert China mehr Strom mit Windenergie allein. Und wenn man Solar- und Biomasse, Geothermie etc. hinzunimmt, dann ist die Entwicklung praktisch doppelt so schnell bei den Erneuerbaren wie bei Atom. Interessant auch in Indien, das ja so ein Land ist, was die zweithöchste Anzahl von Atomkraftwerken als im Bau in der Statistik stehen hat. Aber man sieht, dass hier sehr wenig passiert ist in den letzten Jahren. Das heißt, diese Reaktoren stehen halt auch sehr lange in der Statistik. Und hier ist wirklich dramatisch, was vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren in der Solarenergie passiert ist. Und was als Produktion hinten rauskommt, ist, dass sowohl Solar- als auch Windkraft inzwischen etwa 50% mehr Strom produzieren in Indien als die Atomkraft. Und hier jetzt so eine kurze Anspielung auf diesen verrückten Begriff Renaissance, dem man jetzt wieder begegnet. Das ist ja alle paar Jahre kommt man wieder auf diesen Begriff. Ich habe mal geschaut, was so die Vorhersagen waren von großen Betreibern wie EDF. Dies ist was beim sogenannten Investor Day in London 2008 von EDF, also dem größten Atomkraftwerksbetreiber der Welt, vorhergesagt wurde für das Jahr 2020. Und das liegt ja nun hinter uns. Das heißt, wir wissen, was da draus geworden ist. Die Vorhersage war, dass 140 Gigawatt hinzukommen und 30 Gigawatt abgeschaltet werden. Und interessant ist, dass ich hab mich dann gefragt, ja, was haben wir denn eigentlich damals geschrieben? Und hier ist das, was wir im Status Report 2008 geschrieben haben, dass nämlich nach eingehender Analyse es überraschend evident ist, dass im Gegensatz zu der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und im Gegensatz zu den Anstrengungen der Industrie
die Atomkraft ihren langzeitlichen Abstieg fortsetzen wird, anstatt irgendeine Renaissance oder eine blühende Zukunft zu haben. Das haben wir 2008 geschrieben. Und die Realität 2020 lag etwas unter dem, was 2007 und 2008 Stand war. Also das ist das, was die Industrie damals vorhergesagt hat. Und man fragt sich, warum eigentlich heute diese Vorhersagen besser sein sollten. Ich werde das jetzt hier nicht alles vorlesen, aber vielleicht zwei Punkte. Das eine ist wirklich meine Sorge. Ich habe inzwischen große Sorge, was diesen gigantischen Graben betrifft, der entstanden ist zwischen der Wahrnehmung, der öffentlichen Wahrnehmung, der Wahrnehmung von Entscheidungsträgern bezüglich dem Status der Atomindustrie international, aber auch vor allen Dingen in Europa und der Realität. Das hat erhebliche Folgen. Es ist ja nicht nur so, dass wieder Geld in Atomkraft fließt, wenn es auch begrenzt ist bisher, aber der Fokus auf Atom geht verloren. Die Strategien, die entwickelt werden, die Politiken, die entwickelt werden, da geht Brainpower verloren, da geht Aufmerksamkeit, da geht Intelligenz verloren, die dringend in Lösungen gesteckt werden müssen, die wegen Klima, aber eben zunehmend auch eine Frage der blanken Sicherheit. Wir sehen heute in der Ukraine, wie wenig resilient Atomkraftwerke und Atomanlagen allgemein gegenüber kriegerischen Auseinandersetzungen sind. Wer hätte sich vorstellen können, dass ein umfangreicher Zerstörungskrieg in einem Land passiert, das 15 Atomkraftwerke und weitere Atomanlagen betreibt, noch vor wenigen Monaten. Und deshalb glaube ich, dass dieser Graben katastrophal ist, der zu falschen politischen Entscheidungen führt und nicht die Aufmerksamkeit dorthin lenkt, wo sie hingehört. Vielen Dank fürs Zuhören.